So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Diesmal ein Draft-Booster von... Ja, ich weiß, viele von euch mögen das Set. Ich mag das Set nicht. Dungeons & Dragons, Abenteuer in den Forgotten Realms. Wer sich anhören möchte, wie ich darüber ramble, ich habe beim Set-Booster habe ich schon ein bisschen drüber gerambelt. Und ja, es wird hierbei wahrscheinlich nicht besser. Ich versuche mich ein bisschen mehr zurückzuhalten. Es gab viele Leute anscheinend sehr offensiv aufgenommen. Sorry dafür. Aber es ist nun mal meine Meinung, ich finde das Set kacke und akzeptiert das bitte, weil ich akzeptiere auch, wenn ihr andere Sets, keine Ahnung, Strixhaven oder Merodin kacke findet, wer auch immer Merodin kacke findet. Gucken wir uns die Karten an. Tödlicher Disput. 3 Mana spontan zu Opfern, Artefakt und eine Kreatur als zusätzliche Kosten. Und wir ziehen dann 2 Karten, erzeugen einen Schatzspielstein. Sehr, sehr cool, weil wir einfach 2 Mana bezahlen, aber einen Schatz bekommen. Also es ist im Endeffekt 1 Mana wie Opfern, Artefakt oder eine Kreatur und ziehen 2 Karten. Das ist sowas ähnliches wie Gather the Township. Nur, dass wir halt 2 Mana offen haben müssen. Sehr cool. Oh mein Gott, hier. Priesterin der uralten Geheimnisse. 3 Mana, 2-1. Wenn der Spiel kommt, verhalten wir Lebenspunkte, ziehen eine Karte. Weiß hat Card Draw. Schockgriff. 2 Mana eine Kreatur, ich -2/-0 und wir ziehen eine Karte. Bezahlrüstung? Eine schlechte Wahl. Ja, auch hier die Flavortexte sehr, sehr cool. Preis der Loyalität. 3 Mana übernimmt die Kontrolle über eine Kreatur, enttappe sie. Sie hält Eile. Und wenn man hier mit einem Schatz bezahlt hat, kriegt die Kreatur noch +2/+0. Sehr, sehr cool. Schuppige Kräuterkundlerin. 2 Mana 1-3 tappen, man kriegt eine Länderkarte aus der Hand ins Spiel. Die ist echt gut. Ist echt gut. Eine Wende der Schicksale. 2 Mana, wir bringen eine Kreaturenkarte aus unserer Wahl aus dem Friedhof zurück auf die Hand und wagen uns dann ins Gewölbe. Nochmal der Hinweis, die deutschen Gewölbekarten sind leider, eine davon ist leider falsch übersetzt worden. Deshalb schaut euch unbedingt die englischen an, was die Karten wirklich tun. Wer diese Karte in Action sehen möchte, ich habe ein BW-Adventure-Deck in dem Preview-Event von Wizards of the Coast, wo sie mich eingeladen haben, gemacht. Wenn ihr das sehen wollt, ist halt Arena-Content, aber könnt ihr da mal reinschauen. Dann haben wir Todstellen. Bis zum Ende des Zuges erhält eine Kreatur unserer Wahl, wenn diese Kreatur stirbt, kommt sie unter Kontrolle, tappt das Spiel zurück mit einer +1/+1-Marke. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ihr kommt an einen Fluss. 200 Spannungs, aber hier auch wieder wunderschöne Erklärung. Entweder kämpfen wir gegen die Strömung an, dann bringen wir eine bleibende Karte, die kein Land ist, auf die Hand des Besitzers zurück für 2 Mana. Fair. Oder wir finden eine Furt und eine Kreatur kriegt +1/+0 und kann diesen Zug nicht geblockt werden. Das ist schon gut. Gnolljäger. Ein Gnoll. 2 Mana, 2-2 und mit Rudeltaktik. Das ist eine effektive Fähigkeit. Also nicht so wie hier gegen den Strom schwimmen oder ein Ding, sondern Rudeltaktik ist tatsächlich eine Fähigkeit. Immer wenn der Gnolljäger angreift, falls in diesem Kampf mit Kreatur mit Gesamtstärke 6 oder mehr angreifen, kriegt er eine +1/+1-Marke. Das ist eine meiner Lieblingsfähigkeiten. Wurde ich Turn 2 von umgehauen. Nicht von der, aber von Rudeltaktik. Dann kommen wir zu den Ankamen. Gerätchen Weidenknirps. 2 Mana 0-4, 4 Mana, wir ziehen eine Karte. Und wir können eine Länderkarte aus unserer Hand ins Spiel bringen. Ja, Halbling, Druide, legendäre Kreatur, kann man bestimmt cool als Commander nehmen, wenn irgendwann mal Thrasios gebannt werden sollte, weil macht dasselbe. Klasse der Hexenmagier. 1 schwarzes Mana zu Beginn des Endsegments, falls in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Sehr, sehr stark, vor allem, weil es jeder ist. Und ihr könnt dann 2 Mana bezahlen, um diese Karte aufzuleveln. Dann ist sie die Stufe 2. Wenn diese Klasse Stufe 2 erreicht, schau die obersten 3 Karten der Bibliothek an, nimm eine davon auf die Hand und den Rest in den Friedhof. Sehr, sehr cool. Und -7, zu Beginn des Endsegments verliert jeder Spieler so viele Lebenspunkte, wie er Lebenspunkte in den Zug verloren hat. Richtig, richtig starke Karte. Ja, sehr, sehr coole Karte. Wahrscheinlich auch im Commander sehr viel gespielt. Exzentrischer Lehrling. 3 Mana 2-2 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, wagen wir uns ins Gewölbe. Oh mein Gott. Und zu Beginn des nächsten Kampfes in diesem Zug oder falls du einen Dungeon absolviert hast, wird bis zu einer deiner Kreatur deiner Wahl bis zum Ende des Zuges eine 1-1 fliegende Kreatur, Basis, Stärke 1-1, Flugfähigkeit. Zu einem Vogel halt. Wow, dieses Ding. Und wir haben LOL. Die Karte, die aktuell im Standard 2022 gebannt ist, haben wir in Radio Ravnica drüber geredet. Buch der überschwänglichen Taten.
3 weiße Mana, legendäres Artefakt. Zu Beginn des Endsegments, falls wir 3 oder mehr Leben bekommen haben, kriegen wir einen 3-3 weißen Engel mit Flugfähigkeit. Um 3 Mana tappen, wir schicken das ins Exil und legen eine Erleuchtungsmarke auf einen Engel. Falls in diesem Zug, solange diese Erleuchtungsmarke hat, du kannst da diese Partie nicht verlieren und dein Gegner kann diese Partie nicht gewinnen. Wenn man das aktuell auf einen Faceless Haven drückt, nachdem man den aktiviert hat als Kreatur, und dann zurückgehen lässt, gibt es aktuell in 2022 Standard dieses ganz komische konstruierte Standard, weil man nicht zugeben möchte, dass die Standardrotation aktuell total kaputt ist. Gibt es aktuell keine Möglichkeit, damit zu gewinnen, und dementsprechend ist das aktuell gebannt. Und wir haben, oh mein Gott, wir haben eine Foil Rare Hand von Vecnar. Vecnar. 3 Mana legendäre Ausrüstung. Zu Beginn des Kampfes erhält die ausgerüstete Kreatur oder eine Kreatur namens Vecnar, die du kontrollierst, bis zum Ende des Zuges plus X plus X, wo X die gleiche Anzahl an Handkarten ist. Ausrüsten, bezahle für jede Karte auf deiner Hand einen Lebenspunkt oder 2 Mana. Warum sollte man Lebens... Egal, lassen wir das. Wunder cool. Hier haben wir noch eine Ebene mit so einem komischen Text, der mich persönlich verwirrt. Ich finde, es war cool, dass die Flavortexte haben, aber hätten sie nicht in grün machen können oder in gelb oder in keine Ahnung, irgendeiner anderen Farbe, die nicht aussieht, als hätte die Karte einen Effekt. Dann haben wir eine Spinne. Oh Gott, bist du hässlich. Aber cool. Und ja, Secret-Lehr-Werbung will niemand. Bedrohliche und Reichweite Spinne. Gut, sehr, sehr cooles Booster. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexate. Ciao, ciao.